Hallo zusammen und willkommen zurück beim PC Building Simulator. Der neue Tag hat angefangen und wir kriegen hier gleich. Ach, die ganzen Kabel hatte ich bestellt. Ja, ich kann mich ja dunkel erinnern. Wir haben hier einmal Diagnose, Upgrade. Achso, das ist das von Gene noch, der Rechner. Den packen wir erstmal ganz nach hinten hier hin. Den können wir ja nicht machen, weil wir noch gar kein i7-7700 haben. So. 3 Tage, 11 Tage. Jo, Problem diagnostizieren. Ich weiß gar nicht, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, wo ich das letzte Mal gezockt habe. Haben wir hier noch irgendwas drin stehen an Aufträgen? Ich glaube nicht, ne? Nee, das sind alles unsere PCs. Gut. Gut. Das ist jetzt der Rechner von Auto ehemalig. Was für eine tolle E-Mail-Adresse. So. Kunststoff-Ziankabel. Innenreinigung. Okay, dann schauen wir mal. Erstmal so sauber machen wie gehabt. Und ihr hört es immer noch. Immer noch. Meine Stimme ein wenig erkältet und husten. Es geht einfach nicht weg, ey. So hartnäckig. So. Das sollte es gewesen sein. Wir versuchen mal anzumachen. Passiert doch was. CPU. Gut. Oder nicht gut. Das kann man sich aussuchen. Weiß auch gar nicht, ob wir das Ding schon bestellt hatte. Die Kabel müssen wir ja eh alle entfernen, ne? Damit wir die Cyan-Kabel haben. Hier ist auch noch ein Kabel. Irgendwie kriegt man nicht alle ab, oder? Die vom Netzteil können wir ja eh nicht ersetzen. Die sind ja fest mit dem Netzteil verbaut. So. i5 6600K. Haben wir sowas da? Ja. Auf jeden Fall. Das ist auch das Einzige, was er haben wollte. Kunststoff-Ziankabel. Hier ist noch ein Kabel. Was ist mit dem? Ist dies hier nicht vorhanden? Was kann ich auf Kunststoff-Zian haben? So. Doch da. So. Halt. Versuchen wir mal unser Glück. Genau. Noch hin. Was ist denn mit dem Kabel hier? Aber das kommt ja vom Netzteil, ne? Das wird wohl nicht gehen. So. Wärmeleitpaste. Den Prozessor wieder hier drauf machen. Ist auch der richtige. Hier noch ein Kabel. Das ist auch dann wieder schwarz. Und dann sollten wir alles haben. So. Installieren den Virenscanner und den 3D-Mark.
Und dann können wir uns gleich schon dem nächsten Auftrag widmen. Einmal neu starten. Diagnose und Diagnose. Dieser ist ja mal Zeit, ne? 11 Tage. So. Erst den Virenscan machen. Das sieht gut aus. 3D-Mark. So. Schönes Gehäuse. Zumindest optisch erstmal. Träumer groß. Ein Kabel wollte nicht passen. Hauptplatine. Kunststoffrosa Kabel. Du wirst wahrscheinlich dann gar nicht starten, ne? Ja, der startet gar nicht. Eine Wasserkühlung verbaut. DFLH A170 Fortun. Die hätte ich doch noch bestellt, oder? Ja. Der Vorteil ist, wenn wir das Board ausbauen, machen wir die Kabel eh alle ab. Ne? So. Hier unten auch noch eins. Dann dürfte es das gewesen sein mit Kabellage. So, da ist das kaputte. Da ist das neue Board. Genau. So, Prozessorabdeckung öffnen. Da ist der Prozessor. Einmal die Wärmeleitpaste drauf. Und ein Speicherriegel rein. Grafikkarte hatte er eine 980. Und die Wasserkühlung hier. Schön. So, Kabel wollte er. Kunststoffrosa. Mal die, obwohl es ist, glaube ich, da egal. Ne? Da noch keine Unterschiede gesehen. Warum sind die trotzdem schwarz? Habe ich was verpasst? Und die doch hier drin. Nehmen wir mal die anderen. Das ist ja komisch. Sagt der Rechner von sich alleine schon, dass er das nicht haben will. Also nehmen wir nicht ummantelt, sondern diese hier. Es ist komisch, da passiert gar nichts.
obwohl sie markiert sind. Ein Bug, da ist eins. Naja, wir haben es versucht, ne? So, haben wir alles drin und dran? Müssten wir, ne? Wieder unsere Programme installieren. Schade, dass man nicht den Stick, so ein Programm da drauf hat, wo das automatisch installiert wird beim Reinstecken. Dann würde ich mir sogar noch einen zweiten USB-Stick kaufen für $600. Aber so müssen wir es auf die alte Tour machen. Wir haben schon mal wenigstens was gefunden, das ist schon mal gut. So, da läuft der 3D-Mark, hier sind wir fertig. Dann ist der Rechner vollständig. Ja, alles gut. Huch. Latschen wir schon in eine falsche Richtung. Haben wir hier noch Boot geheimnisvoll. Hier wird wahnsinnig. So, was haben wir denn? Ich mache irgendwas und auf einmal funktioniert gar nichts mehr. CPU. Kunststoff-Weißkabel. Ja. Also entferne mal die ganzen Kabel, wenn du Kunststoffweiß haben willst. Du hast ekelhafte Grüne drin. So, was haben wir denn hier verbaut? Geht 39,50. Stimmt, dann habe ich glaube ich bestellt gehabt. Da ist er. Die können wir uns mal verkaufen. Und den 39,50 da reinmachen. Wärmeleitpaste und Kabel. Einfarbig weiß. Dachte, die werden sonst auch immer weiß. Täusche ich mich da so? Wir brauchen noch die Kühlung. Ups. Und noch ein Kabel. Ausgleichen. Und den Stick von hier drüben. So, den Stick dann wieder hier rein. Und dann sind wir doch gut dabei, wenn wir drei Rechner fertig gemacht haben, oder? Sollten wir zumindest. So, nein, nicht neu starten. Hier noch 3D-Mark drauf. Und ab geht's. Dann können wir gleich noch die E-Mails checken. Und alles.
alles in Ordnung. Jawohl. Können wir den hier jetzt zusammen basteln noch? Gefällt mir ganz gut, das Teil. So, der auch weg. Dann haben wir hier Herrn Geiger. 16 GB Arbeitsspeicher, Corsair. Schnell dazwischen schieben ist immer schlecht. Geht eh nicht. So, Katharina Konrad. PC bauen. Auf einen Wert von 4020. Keine Gebrauchteile. Warum willst du keine Gebrauchteile? Ich habe hier genug stehen. Mit einer Wasserkühlung. Aber die will kein eine Zeit. Oh, dann nehmen wir den an. So, was haben wir hier? Lutz Roman. Ich bin 60 Bilder in White Wings. Was? Ach so, alles klar. Benötige 60 Bilder. Das ist ein Spiel. A School of Hope and White Wings. Ablehnen, ein Rechner reicht. So, was ist hier? Neue Teile. Ein defekter PC. Ist dort verfügbar. Gucken wir doch gleich mal. Können wir den annehmen? Da ist er. Defekter PC mit Intel Pentium 4520. 244 Dollar. Kaufen wir. Irgendwann werden wir den gebrauchten Mist schon wieder los. So. Ja. Fertig. Können wir das Ding zuschrauben? Und abkassieren. Drei Rechner fertiggestellt. So, kassieren. 5 Sterne, das ist schön. Auch 5 Sterne. Also nimmt er diese Kabel doch so an. Cyan-Kabel, das war der erste, den wir gemacht haben. Oh, 4, da haben wir irgendwas vergessen. Reingucken nochmal. Eventuell die falschen Kabel, aber wir haben eigentlich alle ausgetauscht. Und 26.3. das haut auch hin. So. So weit, so gut. Katharina Konrad. Das können wir dann in der nächsten Folge machen. Leistungswert von 4020. Was haben wir denn noch alles da? Quad-Core 5. 1500X. Ryzen 5. Entschuldigung. Gucken wir mal kurz rein. Der wird nicht reichen. Wir holen entweder 1700 oder 1800x.
In den Warenkorb. Was haben wir noch hier an Bauplatine? Brauchen wir auch eine neue. Da brauchen wir jetzt nicht so was Tolles. Da reicht diese hier ganz normal. Oder nehmen wir was Besseres. Hier geht es schon mit 150 weiter. Nee, das sollte reichen. So. Aber, wie gesagt, Rechnerbestellung, oder die Teilebestellung machen wir alles in der nächsten Folge. Leute, euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.